Die Landschaft wird im Millennium anders aussehen, wird es keine Berge und das Meer geben. Das ist eine Frage der Auslegung, und zwar von einer Bibelstelle. Wir haben ja gesagt, Offenbarung 21, da sagt ja Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich persönlich glaube, dass dieser Vers und das neue Jerusalem schon den neuen Himmel meint, also nicht mehr Millennium. Dann wird es, dass die Erde und das Meer nicht mehr geben, wenn Millennium vorbei ist, wenn Gott diese Erde vernichtet, Endgericht und dann neuen Himmel und neue Erde erschaffen wird, dann wird es das alles nicht mehr geben und das neue Jerusalem wird dort in der Ewigkeit sein. Wir werden aber in dem Millennium eine andere Topografie haben, die durch die Gerichte, die in der Trübsalzeit stattfinden, die alle Berge verschieben werden und alle Inseln verschieben werden, solche Aussagen gibt es ja in der Offenbarung, wird das Erscheinungsbild der Erde ein völlig anderes sein als momentan. Und wir wissen, dass im Millennium zum Beispiel auch gesagt wird, dass Jerusalem auf dem höchsten Berg der Erde sein wird und dort von dort aus Weisung ausgehen wird auf diese Erde. Ja. Und daher wird die Erde schon anders aussehen, aber das Meer wird es noch geben, weil ich Offenbarung 21, Vers 1 auf die Ewigkeit auslege.